Willkommen zurück. Wir schauen uns heute mal eine TeamViewer-Alternative an, die nennt sich RustTest. RustText ist Open Source, dementsprechend ist das auch wieder ein Video der Open Source Serie. Und ihr könnt einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung klicken. Da kommt ihr hier auf rusttest.com und hier könnt ihr dann eben die entsprechende Software runterladen. Die Software muss natürlich auf beiden Rechnern installiert sein, also einmal auf dem Host-Rechner oder auf dem Client-Rechner. In meinem Fall habe ich das jetzt schon einmal installiert. Ihr könntet aber hier unten einfach auf euer entsprechendes Betriebssystem drücken. In meinem Fall jetzt Windows, ja, und dann wird das Ganze heruntergeladen. In meinem Fall ist das schon passiert. Ihr werdet dann eine ZIP-Datei bekommen. Ja, da könnt ihr einfach mal doppelklicken und könnt dann hier Doppelklick auf die Exe machen und das Ganze installieren. Ja, selbes Prinzip auch auf eurem Client-Rechner. Ist nichts weiter kompliziertes, einfach auf Weiter drücken und dann sollte sich eine Applikation öffnen. Die Applikation, die sollte dann ungefähr so aussehen. Ihr werdet hier auf der linken Seite eine ID und dann ein Passwort haben und das braucht ihr eben, um euch miteinander zu verbinden. Auf eurem Client-Rechner werdet ihr dieselbe Ansicht haben mit einer anderen ID und einem anderen Passwort. Nun gleich von vornherein, es funktioniert genauso wie bei TeamViewer, ja? Also wollt ihr euch verbinden, müsstet ihr hier eben die ID von eurem Client eingeben. Das wäre in meinem Fall jetzt hier unten, ich habe es vorhin schon mal getestet, diese ID. Ja, und dann das entsprechende Passwort, was bei eurem Client auch angezeigt wird. Ihr könnt euch aber auch lokal verbinden, wenn ihr sowieso im selben Netzwerk seid, dann geht ihr auf eurem Client-Rechner entsprechend in die Einstellungen und gebt dann hier unten die direkten IP-Zugang aktivieren Einstellung frei, indem ihr hier einfach mal drauf drückt. Und dann könntet ihr eben von eurem Host-Rechner auf euren Client-Rechner zugreifen. Ganz wichtig aber, ihr müsst die Einstellung nicht auf eurem Host-Rechner machen, so wie ich es jetzt hier euch gezeigt habe, sondern auf eurem Client-Rechner. In meinem Fall habe ich das auf meinem Client-Rechner gemacht und jetzt kann ich eben die IP eingeben. Das ist in meinem Fall jetzt diese IP hier und dann muss ich ein Passwort eingeben. Ja, wir machen das mal eben zusammen. Ja, jetzt gehe ich hier einmal auf Verbinden. Jetzt möchte er ein Passwort haben und ich muss jetzt das Passwort eingeben, was von meinem Client angezeigt wird. Also nicht irgendwie ein Windows-Kennwort oder so, sondern das Kennwort, was bei meinem Client angezeigt wird. Ja, das schaue ich jetzt mal eben nach. Ja, da könnt ihr über dieses Auge hovern. Wenn ich das jetzt hier eingebe, drücke ich einmal auf Enter und schon bin ich verbunden. Ah, jetzt könnt ihr hier meinen Client sehen. Ihr seht hier das Passwort, was ich hier habe. Ihr seht die ID, welche ich habe. Ja, somit wisst ihr eigentlich alles von meinem Client. Und jetzt könnt ihr eben einmal meinen Rechner fernsteuern. Na, jetzt könntet ihr eben halt irgendwas remote machen, was weiß ich, einen Explorer öffnen und sonst was hier eben helfen. Zum Beispiel euren Großeltern helfen oder wenn ihr Tech-Support seid, könnt ihr hier Leuten dann helfen. Ja, ihr könnt das Ganze natürlich auch über das Internet machen, wie gesagt. Da müsst ihr dann eben nicht die IP-Adresse eingeben, sondern die ID. Ihr könntet auch zusätzlich euch noch einen eigenen Server einstellen, dass die Verbindung eben nicht über RustTest läuft, über öffentliche Server, sondern über euren eigenen Server. Möchte ich euch jetzt aber nicht zeigen, das würde den Rahmen sprengen. Das soll es mit dem Video schon gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.